Alles ist bereit. Wir starten. Die Fortuna, sie beginnt mit Ballbesitz. Von rechts nach links in den roten Trikots. Bergfried Leverkusen blau zuerst gegen den Ball. Von links nach rechts. Weidfeller. Gut angegangen. Über rechts. Justin Steinkötter bringt die Flanke vors Tor. Henry Matta 1:0. Der Favorit, er geht früh in Führung. Und Henry Matta, er ist der Partycrasher hier in Leverkusen. Eine simple Kombination. Bei uns treibt das Spiel an. Breitfeller verlagert stark. Steinkötter hat in der Mitte De Maio und Matta. Letztgenannt hält den Fuß hin. Verlängert. Juba gegen Bauens. Juba setzt sich durch. Juba ist auf dem Weg zum 1:1. Till! Juba! 1:1 Ausgleich. Und jetzt brennt die Bude. Juba, der Top-Torschütze. Dieses Tor, es wird ihm mehr bedeuten als jeder einzelne Treffer in der Liga. Diesen Moment wird der junge Stürmer sicherlich so schnell nicht vergessen. Welcher Breitfelder ist prall. Matta, Henry Matta. 2:1 Fortuna und Henry Matta ist das zweite Mal der Stimmungskiller. Erleichterung bei der Fortuna. Das 2:1. Es wird sicherlich eine Menge lösen und bringt den SV Bergfried jetzt in eine Position, in der sie handeln müssen. In der sie das Heft in die Hand nehmen müssen. Und jetzt wird es spannend, ob sie wieder mal so stark zurückkommen können, wie bereits in der ersten Halbzeit durch den Ausgleichstreffer von Till Juba. Es offenbaren sich langsam Lücken und jetzt werden diese auch genutzt. 3:1 Fortuna, Danny Breitfelder. Ein herber Dämpfer für die Euphorie. Ein langer Ball auf Leon der Mai, erreicht aus. Scharf in die Mitte, Breitfelder muss nur noch einschieben. Steinkötter startet. Steinkötter 1 gegen 1 gegen Mondorf. Links ist Breitfelder. Famakinwa. Und Steinkötter erzielt das 4:1. Wir haben soeben die Entscheidung in dieser Partie gesehen. Durch das Tor von Justin Steinkötter. Jetzt häufen sich die Fehler. Breitfelder nutzt das in diesem Fall aus. Breitfelder. Breitfelder! 5:1 Fortuna. Es wird deutlich. Und der SV Bergfried Leverkusen hat es überhaupt nicht verdient, in dieser Phase des Spiels, gegen Ende dieses Spiels, komplett auseinanderzufallen. Zu groß war der Kampf, den sie geliefert haben. Aber man merkt es den Akteuren von Hannes Diekamp an. Die Luft ist raus. Circa 60 Minuten waren sie hier wirklich auf Augenhöhe mit dem Regionalligisten. Lübberstedt pfeift die Partie ab. Die Überraschung bleibt aus. Regionalligist schlägt Kreisligist. Der SC Fortuna Köln schlägt den SV Bergfried Leverkusen am Ende
mit 5:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.